Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir den Prolog zu Negrom angefangen und wir müssen uns jetzt aufmachen, einen Schrein zu suchen, der irgendwo hinter uns liegt. Noch einen und ihr seht gut. Dann schauen wir mal. Standort des Schreins. Wahrscheinlich bei dem Haus da hinten, nehme ich mal an. Oh, Hallöchen. Nehme ich doch gerne mit. So. Da ist es schon. Es geht hier entlang. Okay. Bassian, das ist die Schicksalserwählte. Die, die das Goldauge vorhersagte? Ihr ehrt mich, Leramiel. Schicksalserwählte. Das Goldauge erhebt so selten eine Sterbliche. Doch ich kann sehen, dass ihr nicht zum gemeinen Pöbel von Nirren gehört. Wie kann ich euch behilflich sein, Erwählte? Seid nur bitte leise. Anhänger des Auges weiß man in diesen Landen nicht zu schätzen. Wir müssen zum Schrein des Goldauges reisen. Könnt ihr uns den Standort des Schreins nennen? Wenn ich das nur könnte, Erwählte. Unser Herr verlangt absolute Geheimhaltung. Und im Umgang mit Ungläubigen ist Vorsicht angebracht. Viele würden mir ein Leid antun, wenn sie auch nur vermuteten, dass ich mich mit Daedra einlasse. Immer wenn ich zur Andacht gehe, werden mir die Augen verbunden und andere führen mich. Könnt ihr mir sagen, wer euch üblicherweise zum Schrein führt? Narahaida bringt mich immer zum Schrein. Ich markiere ihr Lager auf eurer Karte. Möge das Goldauge euch zu dem Wissen führen, das ihr sucht, Erwählte. Geht, Entsandte. Ich will Bassian zu dem verschlüsselten Brief befragen, den ihr mir brachtet. Okay. Ich sehe auch sogar schon dann Wie ich den Ziel, oder? Ihr ehrt mich, Leramiel. Doch warum brachtet ihr die Erwählte hierher? Das war gefährlich für uns alle. Verzweifelte Umstände Hallo? Erfordern Risiken, Bassian. Ich hoffe nur, die Schicksalserwählte ist bereit für das, was nun kommt. Manchmal, Leramiel, seid ihr genauso undurchschaubar wie das große Auge. Na, das ist ja hier... Ja! Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Keine Sorge, Jungs. Gut, dass es für die gefährlich ist, das ist natürlich nicht so eine gute Sache. Ach, da war noch was. Egal. Irgendwo hier vorne... Was? Ich glaube, da war noch eine Quest, die auf uns wartet. So, dann reisen wir jetzt einmal kurz nach Schnittermark. Und mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist hier mitten auf der Insel. Wir könnten theoretisch Richtung Haus, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so rumkomme. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich hier einmal über die Brücke drüber gehe und dann so ein bisschen am Wasser entlang reite. Ich weiß nicht, was besser ist, keine Ahnung. Also ich meine mal abgesehen von den Krokodilen, die, glaube ich, hier so am Wasser überall rumhängen. So, hier sind wir jetzt gleich hinterm Haus. Auf jeden Fall war diese Variante besser, weil wir haben jetzt Ahnenseide gefunden. Das ist immer gut. Ja. Ein Jäger, wie das aussieht. Ja. Und ich bin irgendwie... Achso, hier. Offenbar kamen wir beide zu spät, meine Freundin. Wieso nicht so gerade erst hingefallen? Nachdem ich von weiteren Gefahren für die Gläubigen erfahren hatte, kam ich so schnell ich nur konnte. Leider traf ich zu spät ein, um Narahaida zu retten. Ich bin jedoch froh, dass ihr hier seid. Ich wollte euch erzählen, was ich bezüglich der Verräterin Leramiel erfahren habe. Wie kommt ihr darauf, dass Leramiel eine Verräterin ist? Es ist mir nicht erlaubt, die Geheimnisse meines Ordens zu offenbaren. Doch ich kann euch sagen, dass Leramiel plant, die Glyphika zu verwenden, um das große Auge zu verraten. Und Narahaida flüsterte mir im Sterben zu, Leramiel ist der Untergang von Apokrypha. Was für Beweise braucht ihr noch?
Ich hätte gehofft, Nara Haider kann mir den Standort des Schreins des Goldauges verraten. Dabei kann ich euch helfen. Die Gläubigen dieser Gegend erzählen sich ein Rätsel. Wo Kralle auf Beute trifft, unter freiem Himmel in Stein zeigt sich der Weg. Ich glaube, es bezieht sich auf jenen Ort, den ich euch auf der Karte markiert habe. Bleibt ihr doch in der Nähe von Neramil achtsam. Danke für die Informationen, Dralys. Möge das große Auge euch sicher zum Schrein des Goldauges führen, Erwählte. Gibt es einen Unterschied zwischen dem großen Auge und dem Goldauge? Hermaeus Mora hört auf viele Namen. Mehr als es Grashalme auf diesen Weiten gibt. Ich gehöre zur Gemeinschaft des Auges und verehre das große Auge. Das Goldauge ist eine andere Sekte. Es gibt allerdings nicht so viele, als dass wir nicht voneinander wüssten. Aha, er bezeichnet also seine Gemeinschaft auch als Sekte. Also, warum seid ihr gekommen, um Nara Haider zu treffen? Als ich meine Ermittlungen bezüglich Leramils Verrat anstellte, entdeckte ich, dass jemand Jagd auf die Gläubigen des Fürsten des verbotenen Wissens macht. Nara Haider ist, war eine Freundin. Ich wünschte, ich wäre früher hier gewesen. Und jetzt stelle ich genau die Frage, die mir jetzt schon während des ganzen Dialogs im Kopf rumschwirrt. Woher weiß ich, dass ihr nicht der Verräter seid, Dralys? Was für eine absurde Anschuldigung. Ich habe nichts anderes getan, als mir alle Mühe zu geben, der Schicksalserwählten zu helfen. Und das ist der Dank. Glaubt, was ihr wollt. Ich habe euch gesagt, wie man den Schrein findet. Tut, was ihr für richtig haltet, Erwählte. Dass er jetzt aber so aggressiv wird, ist kein gutes Zeichen. Weil aggressiv werden Leute, die was ist hier geschehen? Zu verbergen haben. Sowohl ich als auch die Erwählte kamen zu spät, Leramil. Merkwürdig, euch an diesem Ort und zu genau dieser Zeit zu sehen, Dralys. Vergessen wir nicht, wer wirklich einer der Gläubigen des Großen Auges ist, Leramil. Und jetzt habe ich meine eigene Untersuchung fortzusetzen. Entsandte, ich habe den Brief entschlüsselt. Also er verhält sich doch sehr verdächtig und es ist ja gerade nicht unüblich dann, wenn man selber derjenige ist, jemand anderen zu betiteln. Deswegen schwierig. Also ich gebe zu, ich habe, als ich das privat gemacht habe, ist nicht so lange her, aber ich habe das auch nicht mehr so im Kopf. Deswegen weiß ich nicht. Also rein von dem Verhalten her von ihm würde ich sagen, also würde ich eher sagen, dass er es ist. Aber naja, ich weiß es nicht. Dralys Anwesenheit hier. Der Wissende hatte nicht erwähnt, dass einer seiner Gläubigen sich mit dieser Bedrohung auseinandersetzt. Widmen wir uns wichtigeren Dingen. Dank Bastians Hilfe konnte ich den Brief entschlüsseln, den Dralys euch gab. Also, was steht in diesem chiffrierten Brief? Befehle für die Dämmersäbel. Vampirsöldner von der Telvanni-Halbinsel. Sie wurden angeworben, um die Smaragdglyphik zu stehlen und sie zum Schrein des Goldauges zu bringen. Darin stand auch ein Rätsel, das sie zum Standort des Schreins führen sollte. Dralys hat mir dieses Rätsel erzählt. Wo Kralle auf Beute trifft, unter freiem Himmel in Stein, zeigt sich der Weg. Dralys, Das chiffrierte Rätsel war leicht anders. Wo Kralle auf Beute trifft, in der entferntesten Ecke der großen Halle, zeigt sich der Weg. Der Schrein könnte zwei Eingänge haben. Ich werde es auf eurer Karte markieren und es euch überlassen, den richtigen Weg zu ermitteln. Eines der beiden Rätsel wird uns zum Schrein des Goldauges führen. Ich hatte gehofft, dass in dem Brief stehen würde, wer die Söldner angeworben hat, aber nein. Auf jeden Fall liegt der Schrein des Goldauges irgendwo in Krallenhieb, Entsandte. Ich werde euch dort treffen. Sobald ihr ihn erreicht, können wir die drei Glyphiker verwenden, wie Hermaeus Mora uns auftrug. Warum nennt ihr mich immer wieder Entsandte, Leramil? Empfindet ihr den Begriff als beleidigend? Das ist ein gänzlich zweckdienliches Wort für jemanden, der anstelle von jemand anderem handelt. Hermaeus Mora hat euch als seine Vertreterin in dieser Angelegenheit ausgewählt. Daher Entsandte.
Das ist aber schön, nachdem die das so oft schon zu mir gesagt haben, dass sie das jetzt beim aktuell noch letzten Kapitel mal erklären, was das Wort überhaupt bedeutet. Dralus meinte, ihr werdet die Verräterin. Er sagte, ihr plant, die Glyphika zu verwenden, um seinen Herrn zu verraten. Haben ihn seine Ermittlungen dahin geführt? Zu einem Schluss, der ebenso unzutreffend wie absurd ist? Was bringt man denn den Anhängern des Fürsten der Geheimnisse dieser Tage bei? Ich bin daran interessiert, Wissen anzusammeln und zwei Reiche zu retten. Mehr nicht. Wollen wir ihr mal glauben? Die Frage ist jetzt natürlich, zwei Eingänge. Sind die jetzt beide hier? Betretet den Schrein über Dralys Eingang oder über Leramiels Eingang? Werden wir dann aber erst wahrscheinlich hier sehen, nehme ich mal an. Ist auch noch ein kleines Stückchen, das heißt, wir sind jetzt hier oben. Ich würde sagen, dass ich dann hier erstmal den ganzen Weg runterreite und wir sehen uns dann gleich hier unten beim Krallenhiebgewölbe wieder. Bis gleich. So, wir sind nun im Gewölbe angekommen und da müssen wir uns jetzt entscheiden. Das wäre den Leramiels Eingang. Tja. Ich weiß nicht, ich vertraue ihm nicht so wirklich. Ich meine, zusätzlich natürlich, dass ich denke, dass er ein Vampir ist, wegen den roten Augen. Was natürlich nichts heißt, weil ne, wir sind schon sehr vielen Vampiren begegnet, die gut waren. Also da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, so nach dem Motto, nur weil er ein Vampir ist, ist er jetzt irgendwie auf der bösen Seite oder so. Aber die Vampire wirken hier natürlich. Och, jetzt kommt noch mal ein bisschen mehr hier. So. Die Vampire wirken hier natürlich auf eine negative Art und Weise. Das heißt, es könnte vielleicht sein, dass er der Verräter ist. Und wie gesagt, er verhält sich sehr, ja. Also wenn sie nicht, wenn sie die Verräterin ist, dann macht sie es geschickt, weil sie sich nicht so auffällig verhält. Wenn er der Verräter ist, verhält er sich allerdings nicht so geschickt, weil er sich sehr auffällig verhält. Ich weiß es nicht. Ich werde mal einfach ihren Eingang probieren. Sie ist ja auch diejenige, die uns quasi angeheuert hat, sozusagen. Oh, ich wollte aber eigentlich... Oh, ich wollte eigentlich nicht den Boss machen, aber der ist gerade da. Den können wir mal eben mitmachen. Ich glaube, wir hätten ihn sowieso innerhalb von der Quest machen müssen. Jetzt bin ich gerade... Moment, in der Richtung. In der Richtung. Tja, das ist jetzt wahrscheinlich unser Untergang. Das Gute ist natürlich... Ach, jetzt ist auf der Karte... Nö, ich habe doch keine Markierung drauf. Das Gute ist natürlich, wenn das jetzt ein Hinterhalt ist, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wer der Verräter ist. Nein, ihr hättet den anderen Eingang nehmen sollen. Hätte ich das? Ich glaube, wir wissen, wer der Verräter ist. Das Bessere als die Gläubigen. Das Einzige, woran ihr glaubt, Rales, ist euer eigener Ehrgeiz. Meine neuen Gönner teilen mit uns das Geheimnis, sobald sie es Apokrypha entrissen haben. Oh, oh, ich muss dringend zu ihr runter. Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch einen Dialog hören oder so, aber sie ist in Gefahr. Und ich hatte mal wieder recht und ich habe mich in dem Fall richtig entschieden. Weil es ist wirklich so, wenn jemand ausrastet wegen irgendwas, was behauptet wird, ist er meistens, nicht immer, aber ist er meistens schuldig. Weil warum sollte jemand, der nichts zu verbergen hat, jemand, der kein Verräter ist jetzt in diesem Fall, warum sollte so jemand ausrasten? Das war im Endeffekt das, was mich ja dazu verleitet hat, ihr zu glauben.
da seid ihr. Seid ihr dem Hinterhalt entgangen, den ich für euch legte? Das spielt keine Rolle. Ich nehme jetzt eure Hilfe. Entsandte! Nehmt es mir nicht übel, meine Freunde. Haltet ihn auf! Doch ich habe es schon mitbekommen, danke. Gläubige, steht mir bei! Ich schätze. Ich bin Templer, ich krieg's nur mit so kleinen Dingern hier nicht rum. Was schießt du denn auf mich? Wo kommst du denn schon wieder her? So, Glyphe. Bringt die Glyphika hierher. Wir müssen reden. Rales wartete schon auf mich, als ich diese Kammer betrat. Er hat sogar Gewalt gegen mich angewandt, um mir die Glyphika zu entreißen. Ich bin froh, dass... Alter, was ist jetzt los? Kommt ihr so spät? Kommt noch jemand oder kann ich immer weiterreden? Boah. Nein! Rales wartete schon auf mich. Dein Ernst jetzt? Funke, kannst du dich mal da hinten um die Leute... Jetzt kommt hier noch einer. Die müssten doch schon längst zurückgelaufen sein. Was kommen die hier noch alle rein? Funke, kannst du die mal da hinten aufhalten, solange wie ich hier noch spreche? Das ist ja ätzend hier. Rales wartete schon auf mich, als ich diese Kammer betrat. Ja, wissen's. Er hat sogar Gewalt gegen... Sümmer! Erstmal voll in die Fresse rein. Ich werde hier langsam sauer. So. Könnt ihr vielleicht mal alle zusammen ankommen, wenn ihr das schon nicht hinkriegt, hier mir zu folgen? Moment, ich guck mal eben, ob ich hier noch... Laut dem werde ich jetzt nicht mehr verfolgt. Kann ich mich jetzt endlich mal unterhalten, bitte? Sonst hauen die immer direkt ab. Hier folgen sie mir jetzt durch das ganze Verlies, oder wie? Rales wartete schon auf mich, als ich diese Kammer betrat. Er hat sogar Gewalt gegen mich angewandt, um mir die Glyphika zu entreißen. Ich bin froh, dass ihr ihn besiegen konntet, Entsandte. Und das ganze schäbige Volk, was im Nachhinein noch kam. Also war Dralys der Verräter. Er hat Milandor und Nara Haida getötet. Er gab es zu, als er die Glyphika an sich nahm. Er murmelte etwas über neue Gönner, aber offenbarte nicht, wer sie sind oder wer sonst noch an dieser Intrige gegen Apokrypha beteiligt ist. Nun macht euch bereit, Entsandte. Ich spüre, dass der Wissende sich nähert. Alle Wege fließen in diesem Augenblick zusammen. Kommt, Sterbliche, sprecht mit dem Wissenden. Ja, wie komme ich denn dahin? Ich sehe nichts. Ah. Ich habe gesehen, dass ihr die einzige Sterbliche in ganz Nirn seid, die uns helfen kann. Ich habe euch auch durch das Wirken des Verräters sterben sehen. Viele, viele Male. Ich bin erfreut über diesen Verlauf der Ereignisse. Dass der Verräter Dralis gefallen und die Glyphiker sicher sind. Sehr erfreut. Ihr wusstet, dass Dralis ein Verräter war? Ich weiß sehr viele Dinge. Sterbliche. Was sein könnte, was sein wird, was niemals geschieht. Es ist mein Wesen. Ich sah das Potenzial, dass ihr den Grund für Dralis Verrat offenbaren würdet. Doch ich erhaschte nur einen kurzen Blick auf unseren wahren Feind. Ihr meint die Dämmersäbel? Die Vampire? Nein, sie sind nur Soldklingen, die für einen allzu ehrgeizigen Sterblichen arbeiten. Ich meine die neuen Gönner, die Dralis uns vorzog. Die Daedra-Fürsten, denen er sich verschwor. Er starb, bevor ich ihre Identität aus seinem Geist ziehen konnte. Also warum habt ihr uns zu diesem Schrein geführt, Herr Meos Mora? Weil dieser Schrein einer der wenigen Orte auf Nirn ist, an denen ich mich manifestieren kann.
wo ich für kurze Zeit in der Lage bin, mich ungehindert zu verständigen. Wie Lehrer Miel erklärt hat, brauchen wir eure Unterstützung. Helft mir, Apokrypha zu retten, und ihr bewahrt auch Nirn. Wie helfe ich Apokrypha und Nirn? Erst müssen wir eine Vereinbarung eingehen. Einen Vertrag, der uns für die Dauer dieser Bedrohung bindet. Er wird zudem garantieren, dass ich nichts tun kann, um euch, euren Interessen oder dem Reich der Sterblichen zu schaden. Ihr seid die Schicksalserwählte. Nun bringt die Glyphika hierher. Ich werde die Glyphika einsetzen. Holt die drei Glyphika hervor und aktiviert ihre Kraft, Sterbliche. Sie werden jene Vereinbarung schaffen, an die wir gebunden sind und die sicherstellt, dass es weder eine List noch ein Zwang ist. Ihr werdet uns helfen, Apokrypha zu bewahren und damit auch Nirn zu schützen. Ihr seht, wie keiner der Dedra-Fürsten aus, denen ich begegnet bin. Was seid ihr genau? Ich bin das Mysterium am Ende der Existenz. Und das erste Geheimnis, das im Morgengrauen der Schöpfung im Flüsterton ausgesprochen wurde. Ich bin der Wächter des Ungesehenen und die unbeantwortbare Frage. Ich bewahre das verbotene Wissen und entwirre die Fäden des Schicksals. Ich bin der Wissende. Also quasi sowas wie die Junge, die Alte und das Mädchen. Nee, Moment. Das Mädchen, die Frau und die Alte, so rum. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Erzählt mir von Apokrypha. Ich erschuf und regiere Apokrypha, mein endloses Repositorium des Wissens in den Weiten des Reichs des Vergessens. Sämtliche Geheimnisse, die Sterbliche wie Unsterbliche kennen, werden dort verwahrt. Ebenso wie viele andere, die nur ich kenne. Es ist ein Reich des Schicksals, der Zeit und der Weisheit. Wie wird die Rettung Apokryphas Nirn bewahren? Viele Ebenen des Reichs des Vergessens haben eine Beziehung zur sterblichen Welt. Manche glauben, Nirn sei eine Spiegelung der dädrischen Reiche oder dass die dädrischen Ebenen ein Widerhall Nirns sind. Wie dem auch sei, Apokrypha und Nirn haben eine starke Verbindung. Und das bedeutet? Wenn meine Feinde erfolgreich sind und Apokrypha schaden oder gar vernichten, werden die Verwerfungen des Schicksals die sterbliche Welt auflösen. Kurz gesagt wird Nirn zu existieren aufhören. Ihr müsst mir helfen und so verhindern, dass dieses Schicksal eintritt. Wenn ich diesen Vertrag unterzeichne, worin genau willige ich dann ein? Genau das, was Lehrer Miel euch sagte. Ihr werdet nach besten Kräften helfen, den Lauf des Schicksals zu bewahren und dafür sorgen, dass Apokrypha sicher ist, wodurch ihr Nirn schützt. Des Weiteren legt der Vertrag fest, dass ich euch nicht zwingen werde, wieder euer eigenes Wohl zu handeln. Ganz so hat er es eben nicht formuliert, aber okay. Das heißt, wir müssen mal wieder die Welt retten. Ja, sollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Doch, natürlich, wir werden es machen.
Der Handel ist besiegelt, wie ich es vorhersah. Leramiel wird den Rest erklären. Wir müssen uns nun verabschieden. Aber ich dachte, wir sind jetzt verbunden. Wir können uns in Düne unterhalten, Entsandte. Ich wollte gerade noch sagen, dann macht mir doch ein Portal, weil die meisten, die machen das nicht, die gehen einfach. Das ist schön, das ist nett. Ist sie wieder drin? Nun sind wir beide durch unsere Vereinbarungen mit dem Fürsten des Schicksals verbunden. Als nächstes kommt der schwere Teil. Apokrypha retten und damit auch Nirn bewahren. Die Dämmersäbel von der Telvanni-Halbinsel. Ohne weitere Informationen würde ich vorschlagen, dass wir dort anfangen. Ihr meint, die Bedrohung für Hermeus Moras Reich befindet sich auf der Telvanni-Halbinsel? Ich glaube, der Auftraggeber der Vampire steht mit jener Bedrohung in Verbindung, die Hermeus Mora vorhergesehen hat. Ich werde Nachforschungen anstellen und euch zur gegebenen Zeit auf der Halbinsel treffen. Seid für meine Nachricht bereit. Nehmt fürs Erste dies. Eine Belohnung vom Fürsten des Schicksals. Ja, und wir haben ein Andenken erhalten. Instabile Smaragdglyphik. Ich werde alles über die Dämmersäbel und ihre Auftraggeber in Erfahrung bringen, was ich kann. Sobald ich genug Informationen gesammelt habe, um unsere Ermittlung voranzubringen, trete ich wieder an euch heran. Die Bedrohung ist groß. Doch die Gefahr droht nicht unmittelbar. Noch nicht. Wie werdet ihr mehr über die Dämmersäbel und ihre Auftraggeber erfahren? Nachforschungen sind eine meiner Leidenschaften, Entsandte. Ich war eine Gelehrte, lang bevor ich meine Vereinbarung mit dem Wissenden einging. Und seit jenen Jahren habe ich viel darüber gelernt, wie man Wahrheiten aufdeckt und Geheimnisse offenbart. Kann ich irgendwie behilflich sein? Geht euren üblichen Geschäften nach und erwartet meine Nachricht. Die Fäden des Schicksals sagen mir, dass wir uns eine Zeit lang trennen müssen. Doch wir werden wieder zusammenkommen, sobald der richtige Augenblick kommt. Passt bis dahin auf euch auf, Entsandte. Ja, ich würde sagen, das hat sie perfekt ausgedrückt. Denn das Schicksal hat entschieden, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, dass sich unsere Wege trennen werden und dass sie erneut zusammenfinden werden, indem wir in der nächsten Folge die Hauptquest in Necrom beginnen werden. Deswegen sage ich mal bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.